Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie 3 Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Ich habe so viel gesehen, so viel Tod, so viel Sterben. Ich habe dich gesehen, kleiner Bruder, in einem Ring aus Sand und Blut, eine Arena voller Geheimnisse. Und ich habe gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst, zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen, wie wir alle. Aber bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich, für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Er wird dich finden, wenn du schläfst und wenn das Tageslicht verblasst. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Ja, wir könnten ihn jetzt entweder töten. Wir räumen jetzt erstmal die Kisten aus. Wir könnten ihn jetzt entweder töten. Das wäre allerdings eine böse Flucht. Wir verschwinden einfach. Wir räumen noch mal eben kurz seine Sachen, dann verschwinden dann einfach. So, die letzte Truhe. So, das entschädigt doch für alles Gold, was wir ausgegeben haben. So, hier vorne steht nämlich auch noch eine Truhe. Schön an der Klippe. Ein Diamant, alles klar, gut, dann können wir wieder verschwinden. Tschüss, Zwillingskling, leb weiter. So. Das hätten wir erledigt. Quest abgeschlossen. Wir haben ein Räubersiegel erhalten. Die Gildenbelohnung 4500 Gold, extra Gold 1820. Bekanntheitsbelohnung 1000 und extra Bekanntheit 392. Erfahrung haben wir 14.109 erhalten. Und das Spiel speichert automatisch ab. So, das haben wir geschafft. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel gruseliges Lachen zu benutzen. Das habe ich gerade benutzt. Alles klar, hier hätten wir, glaube ich, alles. Vertraut erreicht. Vertraut. Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, o Held. Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gilde. Ihr sollt sofort dorthin gehen. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Klar, das machen wir gleich. Ich will noch mal eben kurz das Outfit ändern. Und wir haben jetzt endlich Theresa wiedergefunden. Kleidung, Gewänder.
Lehrling? Ganz im Ernst, wir müssen uns nochmal neue Kleidung kaufen. Dann ziehen wir jetzt erstmal das hier an, das sieht irgendwie ganz cool aus. Von den Sachen sieht zumindest am coolsten aus. Okay. Alles klar, gut, dann können wir das ja endlich auch wieder verlassen. Und gehen ein bisschen skillen, ein bisschen einkaufen. Und ich bin ja mal gespannt. Können wir jetzt hier einfach so rumlaufen? Oh, die greifen uns nicht an. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Nö, denn wir sind gut im Kampf. So, ich glaube, wir haben hier nichts übersehen. Gut, dann porten wir uns mal weg. Ja, erstmal in die Heldengilde. Boah, ich bin nur noch ein bisschen erkältet, deswegen muss ich mich zwischendurch ein bisschen husten. So, gehen wir erstmal hier rein. Investieren erstmal ein bisschen Stärke, Körperbau, kostet 3000, wir haben 4300, da investieren wir erstmal rein. So. Gesundheit oder Zähigkeit, wir investieren nochmal ein bisschen Gesundheit. So, da möchte ich vorerst erstmal nicht investieren. Tempo. List. Brauchen wir eigentlich nicht. Das wäre was, wenn man böse spielen würde. Zielgenauigkeit. Das ist natürlich nicht schlecht. Kaufen wir uns nochmal Tempo. Und, oder List nochmal. Ich dann verlag nicht mehr Fähigkeiten, Händler, günstige Preise. Okay, ein können wir da rein investieren, kommt Leute. So, und dann machen wir. Dann machen wir nochmal da rein. Weil dann haben wir da so gut wie alles ausgegeben. So. Angriffszauber. Zorn. Da haben wir noch längst nicht genug für. Ich möchte nicht so viel anderes dafür opfern. Zauberkraft ist natürlich nicht schlecht. Wenn wir ein bisschen mehr Mana hätten. Brauchen wir aber ehrlich gesagt momentan noch nicht. Körperliche Zauber. Schild. Berserker. Berserker kaufen wir uns. 1600. Attentäterangriff. Nee. Brauchen wir nicht. Geisterschwert ist auch nicht gut schlecht. Mehrverfall ist auch nicht schlecht. Da kann ich mich nicht entscheiden. Umgebungszauber. Wie viel kostet denn hier Zeit verlangsamen? Das ist nämlich übelst praktisch. 2000. Weil das ist sehr praktisch. Und wir investieren da rein. So. Das wird jetzt immer teurer. Leben absaugen. Habe ich damals nicht genutzt. Beirufen. Auch nicht. Verzauberungsstoß. Umgebungszauber hat. Moment, da waren wir noch gerade drin. Ich wollte gerade sagen. So, anzünden, Feuerball. Oder nochmal göttlicher Zorn. Es ist natürlich ein sehr praktischer Zauber. Oh. Oder ein Berserker. Den Bärsäcke kaufen wir auf jeden Fall. Dann kaufen wir nochmal hier. Nein. Hier göttlicher Zorn 2. Weil das ist ein sehr starker Zauber. Dann haben wir immer noch was übrig. Angriffszauber. Ja, davon brauchen wir erstmal nichts. Wendehals brauchen wir nicht. Zeit verlangsamen 2. Können wir uns auch nicht leisten. Zauberkraft. Noch ein Bärsäcke. Aber das können wir uns doch eigentlich leisten. Dann investieren wir nochmal in meine Zauberkraft rein. Alles klar. Ihr habt jetzt mehr als 2 Zauber. Drückt Umschalttaste links, um euch eure Zauber anzusehen. Und bewegt dann Mausrad und oder drückt Q, nee, O, um sie durchzublättern. Ihr könnt Zauber auch direkt aus dem Zaubermenü F6 in eurer Schnellzugriffleiste in der rechten unteren Bildschirmecke zeigen, ziehen. Wieso O? O wie Zauber? Moment, nein, so. Moment mal, Umschalt. Ach so. Ah, alles klar. Moment, dann machen wir das mal. Moment. Das war Umschalt 6, glaube ich. Jo. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir setzen
Das ist göttlicher Zorn, ne? Dann setzen wir verlangsam. Wobei, das ist natürlich... Nee, weil dann können wir nämlich die beiden gleichzeitig nutzen. Und dann machen wir noch mehr Schaden, das passt schon so. So, hast du noch was zu sagen? Ihr solltet mit Mace sprechen. Er erwartet euch in seinem Quartier im großen Turm am hinteren Teil der Gilde. Ja, das könnten wir natürlich machen. Ach komm, das machen wir schnell. Eigentlich wollte ich nochmal kaufen gehen. Aber vielleicht will er nur mit uns reden, wie er es eigentlich immer tut. So, gehen wir mal in Maces Turm. Hopp, 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 hopp. Was ist hier eigentlich? Ach ja, stimmt, so ein kleiner Raum mit Rüstung. Hallo Mace, kann man dich bestehlen? Wirst du dann sauer, ich riskiere es lieber nicht. Du hast also deine Schwester gefunden. Hätte nie gedacht, dass sie bei Räubern lebt. Du hast es die letzten Jahre wirklich weit gebracht, oder nicht? Die Leute fragen sich, wann man dich in der Arena in Witchwood sehen wird. Bevor du wieder losziehst, ich hätte da noch eine Questkarte. Ein Gefallen, wenn du so willst. Ein alter Freund von mir wird vermisst. Nennt sich der Archäologe. Er könnte da über was Großes gestolpert sein. Vielleicht so groß, dass sein Leben bedroht ist. Es heißt, er hätte sich irgendwo in Witchwood versteckt, falls er nicht schon tot ist. Du kannst mit einem Kallistor dorthin gelangen. Ist hoffentlich nicht zu spät. Haben wir jetzt automatisch angenommen, die Quest? Nein, haben wir nicht. Alles klar. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sehr schön. Die Geschichte der Gilde. Messerjack. Messerjack wird noch mal interessant werden. Ach ja, genau, ich wollte einkaufen gehen, ich vergesse es andauernd. Und zwar in Oakwell. Und warum in Oakwell? Weil wir noch keine Smaragde haben, deswegen. Weil man nämlich in diesem Gemischtwarenladen in Oakwell kann man nämlich wunderbar Geld farmen durch einen kleinen Bug. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es ein Easter Egg ist oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man dort richtig viel Geld machen, vorausgesetzt man hat schon etwas Geld dabei, indem man etwas Smaragde kauft. Wow. Hallo. Es ist ja, wir möchten handeln. Euch zu Diensten sein. Moment. Haben wir schon Smaragde? Ist das unser Geschenke? Gaga, die können wir erstmal verkaufen. Die haben bringt. Oh, haben wir schon viel Geld, alles klar. Moment, was sucht ihr denn? Ja, geil. Die haben wir natürlich gerade nicht verkauft. Na, egal. Kaufen. Was können wir noch verkaufen? Nahrung, andere? Nee, das behalten wir alles. Tränke brauchen, wobei... Moment. Immer noch 9 Gesundheitstränke, echt? Willenskrafttrank 6, gut, das reicht jetzt mal noch. Was gibt's eigentlich noch für Tränke? Okay, du hast nur die beiden im Angebot. Man kann, glaube ich, übrigens nur 9 Wiederbelebungsfiguren haben, deswegen können wir keine mehr kaufen. Geschenke, gibt es hier Smaragde? Die kaufen wir alle ein und verkaufen sie dann wieder. Moment, das war bei Geschenke. Und damit kann man nämlich richtig viel Geld machen. Jetzt haben wir 1400. Man hupelt wieder. Melde mich gleich wieder. Ja, das kann schon mal vorkommen, das ist der Bild. Smaragd kaufen wir nochmal ein. Wenn er die hat. Und verkaufen die dann auch gleich wieder. Und haben dann wieder 17.000. Ja, das kann man jetzt wirklich oft machen. Wir machen es noch ein einziges Mal. Weil, ja, keine Ahnung, warum das so ist. Das ist auf jeden Fall so. Verkaufen, Gegenstände, Geschenke, Smaragd. So, jetzt haben wir schon mal 20.000. Ist das schön, mit ihnen Geschäfte zu machen. So. Das ist eine Taverne, ne? Ja. Dann gibt es doch hier sicherlich Rüstung und Waffen.
Wir müssen übrigens völlig aufpassen, dass man hier nicht außersehen vielleicht mal ein paar Sachen mitgehen lässt. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Wobei, ich glaube, das kann man nur machen, wenn man schleicht. Alles klar. So, Moment. Was suchst du denn? Du suchst... Verstärkungen. Wir haben nur Flankenverstärkungen, aber... Moment, haben wir die jetzt schon angebracht gehabt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Kleidung. Moment, Gewänder? Können wir keine ganzen Gewänder kaufen? Lässt eine Kette. Ja, das, was ich wollte, haben die wahrscheinlich noch gar nicht. Hier im Angebot. Moment, das macht Rüstungswert 333 plus 13 plus 13. Das ist eh besser als Glänz. Das aus Glänz ist besser, Leute, merkt euch das. Ja, dann kaufen wir das mal. So, Moment, dann fangen wir hier oben gleich an. Ja, kaufen. Nein. So. Hände, letzten Ausgriff. Ketten, das sind die, glaube ich, ne? Das werden die wohl sein. Das haben wir. Jetzt hier noch die Beine. Panzer Leggings und Füße, auch was, alles klar. So, was hast du denn noch im Angebot? Gegenstände, andere, durchdringen, verstecken. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber dazu müssen wir erstmal eine andere Waffe haben, vielleicht. Was hast du denn so im Angebot? Wir haben ja genug Geld. Obsidian Großschwert 142 plus 104. Ah, da kommt keiner drüber, dann kaufen wir uns das auch noch. Bei? Ne, da kommt nichts drüber, da kommt überhaupt nichts drüber. Distanzwaffen. Ah, ich spiele eigentlich viel lieber mit dem Bogen, muss ich sagen. Aber die sind immer alle schlechter. Wobei? Ja, wo sind sie? Ah, da muss ich noch mal eben kurz husten. Schaden 90, das ist der für mich wahrscheinlich nicht. Wenn dann der hier. Irgendwas Langbogen. Ah, wieso sind die Armbrüste immer besser? Ist doch scheiße. Nächste Lieferung. Ist ja was, wir kaufen uns auf den Bogen. Und warum? Einfach weil ich es besser finde. Inventar, Waffen, Distanzwaffen. Ich hätte gerne den Bogen. Uff, der macht richtig viel mehr Schaden. Ne, in den Bogen will ich keine Flammenverstärkung haben. Da können wir vielleicht durchdringen einbauen, wenn wir die noch kaufen wollen würden, tun. Nahkampfwaffen, nehmen wir das Obsidian Großschwert. Ach komm, das verstärken wir noch mit der Flammenverstärkung. Das ist ja jetzt hier nicht das Problem. Und dann sieht man uns noch das hier an. Auch wenn es ein bisschen affig aussieht. Wir müssen uns vielleicht nochmal eine andere Frisur oder so machen lassen. Und jetzt sehen wir schön aus. Besser als vorhin, aber immer noch nicht so, ne? Also es gibt noch eine viel, viel geilere Rüstung. Was ist los? Ja. Aber die haben wir eben halt noch nicht. Ich würde jetzt mal nochmal ein bisschen umsehen. Die sind jetzt hier ein paar Kisten aufgeploppt. War das immer schon so dicht dran? So. Ich war ja das letzte Mal in unserer Kindheit hier. Vielleicht gab es damals noch keine Kisten. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber hier scheint generell nicht so viel los zu sein. Und da fällt mir ein, diese eine Frau da hatte doch was von ihrem Mann gesagt. Und die war grün, das heißt, es war nicht alles Dünnschiff, was sie da gelabert hat. Hallo. Schön, euch zu sehen, oh Held. Ja. Ihr seid der bestaussehende Mann, der mir hier begegnet ist. Ja. Werft einen Blick auf das Herz über dem Kopf dieser Person. Sie findet euch attraktiv. Je mehr sie euch mag, desto größer wird das Herz. Versucht es mit Flirten, Geschenken und anderen attraktiven Ausdrucksmitteln. Je mehr Vielfalt, desto besser. Wenn ihr an einer Beziehung arbeitet, wer weiß, was daraus werden kann. Jo. Ah, da fällt mir auch ein. Ah, mir fällt gerade so viel ein. Mir kommen gerade die Erinnerungen alle wieder hoch. Man kann ja auch noch Häuser kaufen, soweit ich weiß. Also eins zumindest. Ja, dann macht mal zu, wir sind sowieso fertig. Moment, war hier vorne nicht noch irgendwo was? Ich könnte schwören, irgendwas mit dem Haus hier war noch oder so. Hallo, Held, könnt ihr mir helfen? Was? Wieso?